Mensch, deck doch! Everybody's got a secret, how to stand it. Ihr müsst nicht eure 90 Minuten runtergeigen, sondern ihr müsst brennen für jede Minute und jede Sekunde, jede Balleroberung. Vamos, muchachos. Lass mal anfangen. Das ist Rudi Gutendorf, Deutschlands ältester Fußballtrainer. Fangen wir mal oben an. Hier mit Kevin Keegan. Hier ist der HSV und hier Uwe Seeler in Australien. Hier bin ich mit Fritz Walter, mein großes Vorbild. Malawi. Und hier ist der König von Tonga. Das hat er mir gegeben. Das Leben ist so voll, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Kein Problem, Rudi. Ich helfe dir. Dafür bin ich ja da. Was meinst du? Hier nebenan ein ganz tolles Foto mit Klaus Kinski. Sagt das euch was, Kinski? Na klar, Kinski. Da war ich mit Werner Herzog in Peru bis nach Brasilien. Und der hat Sachen gemacht. Hatte die Toilette mit der Axt kaputtgeschlagen und sagt, das stinkt ja hier. Ein richtiger Idiot, aber ein glänzender Schauspieler. Aber sag mal, was heißt das eigentlich, ältester Fußballtrainer? Ja, bin 90 Jahre geworden und bin noch guter Gesundheit, obwohl man eben doch nicht mehr jung ist. Hast du einen eingefangen? 90, stolzes Alter. Tja, ja, ich denke jetzt manchmal, Gott, 90, das ist ja furchtbar, bist du schon 90 und so. Aber das ist der Gang der Dinge. Ich danke dem Herrgott, dass ich überhaupt noch da bin und dass es mir auch gut geht. Ich habe 10 Jahre mitgearbeitet mit denen hier. Haben einige gewechselt, sind andere da. Aber es ist meine Mannschaft, die ich gegründet habe. 90 Jahre ist ein Alter, wo man nichts tut. Wie meinst du denn das? Ah, verstehe. Im Moment bin ich ein bisschen verletzt. Ich habe eine Zerrung hier im Oberschenkel. Da beiße ich auf die Zähne und freue mich, dass das noch reagiert. Ich habe da in der Jugend bei TuS Neuendorf habe ich gespielt und dann in die erste Mannschaft, bis ich dann meine Trainerlizenz bei Herberger gemacht habe. Herberger. Bin dann in die Welt raus. Ach, deswegen Rudi Rastlos. Ja, das nennen sie mich. Weil es gibt keinen Trainer auf der Welt, der so viele Vereine trainiert hat. Auf der Welt. Stimmt. Über 50. Guinness-Buch-Rekord. Fidschi, Nigeria, Schalke, HSV, Samoa, Chile. Überall. Warum eigentlich so viele Stationen? Das ist eine gute Frage. Okay, aber bekannt geworden bist du ja mit dem Riegel. In ganz Europa. Mensch, deck doch! Riegel ist hinten defensiv. Der Sinn war, Spiel zu gewinnen. Und hast damit über die Jahre viele Trophäen gesammelt. Rechts im Bild übrigens ein weiterer Trophäensammler. Horst Eckel, WM-Held 54 und Spieler unter Rudi. Heute Freund. Hat mich ab und zu noch aufgestellt. Er hat mir immer einen 20er in die Tasche gesteckt. Ja. Und sag mal, Rudi, was ist eigentlich dein Lebensrezept? Alles überdeckt meine Liebe zum Fußball. Darum geht es eigentlich. Man soll nur das machen, woran man Freude hat, wenn man sich das leisten kann. Nicht? Und das habe ich gefunden. Fußball war meine Profession. Was ich geliebt habe, habe ich nie als Arbeit angesehen. Und habe mich auch entsprechend angestrengt. Ja, ihr seid auch älter geworden, nicht nur ich. Und das ist auch etwas, was ich hier in dem Interview sagen will. Habe ich zur Mannschaft auch immer gesagt. Ihr müsst nicht eure 90 Minuten runtergeigen, sondern ihr müsst brennen für jede Minute und jede Sekunde, jede Balleroberung.
die haben gebrannt. Ich merke, du nimmst deinen Beruf auch ernst. Du machst das doch gerne, gell? Absolut. Ja. You're burning. Ja, aber sowas von. Wer nicht brennt, wird rausgeschmissen. Everybody's bonfire is burning. We are burning. We are burning.